Hallo und herzlich willkommen bei Be the Captain. Heute fahren wir in meiner Serie von Premium-Schiffen mit der Kutusow, dem Tier 8 Kreuzer der Russen. Ein super Feuerzeug mit vier Drillingsgeschütztürmen mit jeweils 152 mm Geschützen, sechs Sekundärbatterien, an jeder Seite zwei Türme, A2 100 mm Geschütze. Ich gucke gerade mal die Sekundärbatterien, was haben die denn eigentlich für eine Feuerreichweite? 5 Kilometer Feuerreichweite. Naja, wenn ein Zerstörer sich mal so weit ranwagt oder man sich mal irgendwie verfahren hat, schadet sicherlich nichts. Torpedowerfer sind auch nicht verkehrt mit 8 Kilometer Reichweite. Die machen schon ganz ordentlich Schaden und die Luftabwehr haben wir schon in ein paar Spielen gesehen, dass die ganz gut zugeschlagen hat. So, dann gibt es viel mehr jetzt gar nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal los und gucken uns das Schiffchen mal an. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, lasst gerne einen Kommentar da. So, wir haben Glück gehabt. Ich bin sogar absolutes High-Tier in einem Sechser-Gefecht. Gucken wir mal, was wir hier reißen können. Tatsächlicherweise ist es mit der Kutusow kein so großer Unterschied, wenn die eigenen Teamkameraden ein bisschen mitspielen. Man braucht halt eigentlich jemanden, der vorne ein bisschen für ihn aufklärt. Am besten geht das, wenn man da mit einem Zerstörer zusammenarbeitet. Und vielleicht jemand, der auch ein bisschen tanken kann. Das geht auch ganz gut mit einem Kreuzer oder mit einem Schlachtschiff, je nachdem, was halt so dabei ist. Ich fahre einfach mal hier oben in die Mitte an die Insel ran. Und guck mal, ob ich da unauffällig um die Ecke pirschen kann. Und gebe hier meinen Zerstörern auch ein bisschen Luftabwehr. Was viele tatsächlicherweise nicht wissen, bei Tier 4, also können die Flugzeugträger noch gar nichts abseilen. Kein Jäger, kein nichts. Das heißt, sie können da wirklich nur aufklären. Das ist tatsächlicherweise ein bisschen mau. Zumindest wenn man sich darauf verlassen muss, zwischendurch immer mal. Hier haben wir aber Tier 6, ne? 5, 1 daneben, römische Zahlen, die 6. Hier müsste eigentlich ein bisschen was gehen. Versuche jetzt hier ein bisschen meinen Zerstörerkapitän-Kumpel hier mit zu safen. Hat geklappt. So, aber hier oben brauche ich nicht rausfahren, hier ist nichts. Oh, da ist schon jemand bei B drinne. Wie geht denn das? Rücken mal vor und gucken mal, was passiert. Oh, da sind gleich zwei Zerstörer. Sehr geil.
Gucken wir mal, ob wir hier was reißen können mit der Charles Martel. Oh, das bin ich aufgeklärt. Das ist ja schlecht. Ich ziehe mich mal unauffällig kurz zurück. Konnten wir ja gerade so den feindlichen Torpedos hier ausweichen. Hat ja noch geklappt. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier zurückschlagen können. Was machen denn unsere ganzen Schiffe? Was macht denn die Fubuki da hinten? Versuchen jetzt hier einfach mal ein bisschen ein, zwei Feuerchen zu legen. Ja, sehr gut. Los, brennen! Ja, sehr schön. Blütenzerstörer angezündet. Die nehmen mir vielleicht auf den Nerv. Wieder eine schöne Position. Also ich bin immer ein bisschen sparsam mit meinem Nebel. Das, was ihr jetzt gerade hier unten auf der Karte seht, ne, ist natürlich geil, dass der Flugzeugträger dem da jetzt oben den Jäger drüber gesetzt hat. Aber es verrät den natürlich auch so ein bisschen mit. Es ist halt immer dann so eine kritische Sache, ob das funktioniert oder nicht. Autsch. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder weg. Ja, weil wenn ich zum Beispiel sowas sehe, wenn ich selber Flugzeugträger spiele und das passiert jetzt nicht so oft, dann gucke ich da immer mal hin, vor allem wenn sich die Basis da erobert oder auch als Kreuzer oder Schlachtschiff oder whatever. Wenn ich sehe, oh ja, da fliegen solche Jäger rum. Und diese Basis wird da gerade erobert, dann wäre ich da halt als erster mal hingucken gefahren. So, also ihr seht, also mein Ziel hat wirklich gut. Habe jetzt wieder 5 Brände, 6 Brände jetzt schon gelegt. Also geht ja auch ruhig in einer Tour. Aber früher war es halt, also zumindest man hat ja selber sowieso immer das Gefühl, wenn man derjenige ist, der beschossen wird, dass, also die gucken einen immer nur scharf an und man fängt sofort an zu brennen. Ich glaube, man konnte früher die Brennbarkeit, also die Brandwahrscheinlichkeit auf fast 50%, also auf 42% oder sowas konnte man die hier drücken. Ja, ist schon nervig, hä? Charles Martel. Schon ein bisschen nervig, hä? Sehr schön.
Sehr schön, und sie brennt schon wieder. Ist schon wieder repariert. Das kommt schon, lassen mich doch mal anzünden nochmal. Ach, schade. Schade, schade. Der ist jetzt da so hin und her gefahren. Habe ich jetzt leider nicht mehr gekriegt. Aber ihr seht, 7 Brände. Ist auch okay. So, schau mal, ob ich da noch die Massachusetts jetzt kriege. So, naja, mal gucken. Er dreht gerade seine Haupttürme so schön zu mir. Ach schade, jetzt habe ich den nicht mal gekriegt. Schweinerei. Ich habe ja alles riskiert. Und dann das. Das ist ja mein Kumpel, die Charles Martel. Bitte, bitte, lass mich den jetzt kriegen. Oh, echt jetzt? Den hat mir jetzt auch noch einer geklaut. Also manchmal ist ja echt ein bisschen frustrierend. Aber nun gut, habe ich ja schon mal gesagt. Manchmal hat man Glück, manchmal verliert man. Ja. Pop. Und wieder in Brand gelegt. Ach, schade. Naja, gut, das hätten wir jetzt auch noch so runterkreisen können, das Gefecht. So, wie zufrieden sind Sie im Moment mit World of Warships im Allgemeinen? Naja, eigentlich bin ich schon zufrieden. Also extrem zufrieden bin ich erst dann, wenn die U-Boote endlich dabei sind. Wie seht ihr das? Was hättet ihr denn angeklickt? Schreibt mir mal euer Kommentar drunter. Ich sag, wie zufrieden seid ihr denn momentan mit World of Warships allgemein? Und wie zufrieden seid ihr mit meiner Gefechtsleistung von 76.000 Schadenspunkten? Leider 0 Kills und immerhin 8 Bränden. Das ist schon ganz schön nervig. So, also ich gehöre auch zu den Top 3 unseres Teams. Sehr schön. Wie gesagt, leider ohne Kill, aber der ein oder andere Kill wurde mir vielleicht gemopst. Wir können ja mal in ausführlichen Bericht reingucken. Ja, wenn ich mir angucke, Queen Elizabeth mit 42.955 Schaden. Den Killer habe ich leider nicht gekriegt, den hat sich dann die North Carolina geholt. Würde mal interessieren, wie viel die Schaden die North Carolina da gemacht hat. Charles Martel habe ich auch 17.000 Schaden gemacht, also den habe ich ziemlich runtergeschossen. Die Massachusetts, na gut, da habe ich jetzt noch ein paar Salven drauf gemacht, genauso wie auf das Gun. Aber Zerstörer hat auch nicht so viel HP. Farragut das gleiche. Und sogar den Flugzeugträger habe ich nochmal getroffen zum Schluss. Chaka Chaka. Also, ihr seht, die Kutusov, die kann echt Spaß machen. Ja, 100.000 habe ich jetzt verdient. Ich hatte auch schon eine Runde mit der Kutusov, wo ich weit jenseits der 100.000 Schaden war. Aber
Muss man halt auch ein bisschen Glück gehört immer mit dazu, meiner Meinung nach. Wie seht ihr das? Wie gesagt, gebt mir gerne mal eine Antwort. Ich würde mich freuen. Und das Wichtigste ist, vergesst das Abo nicht. Dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Beat Captain.